Die Donnerfahrzeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ach, wir werden das Licht hier ausmachen. Oh. Bei der Runde geht er nicht. Okay, na gut, das reicht ja auch. Heute Morgen, ich fahre hoch nach Sembach, laden 938 bei uns auf dem Lagerplatz. Er geht auch Mannheim Spinelli. Darfst jetzt endlich, ich glaube Mitte der Woche geht es jetzt endlich los mit dem Abriss. Die ganzen brütenden Vögel sind wohl draußen irgendwie. Ich habe genau, weiß ich es nicht. Das war halt Ursache dafür, dass es die ganze Zeit nicht losging, weil noch Nester mit Eiern gefunden wurden. Meine, ich habe kein Auto gewaschen am Wochenende. Meine Scheibe sieht aus wie eine Hulle. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, lade ich jetzt den 938. Ich werde jetzt meine letzte Woche vom Urlaub. Ich werde wahrscheinlich am Mittwoch werde ich nochmal Urlaub brauchen. Und am Freitag werde ich früher Feierabend machen. Also es gibt wieder eine relativ ruhige Woche. Kann 14 Kipper würden hier heute fahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht habe ich Glück und die sind gerade alle weg. So.
Turbine, die machen diese, machen die beiden Türme weg dahin. Schornsteine. Warte mal, hier kurz auf der Seite stehen. Hier habe ich ganz schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Leuten, die hier rein und rausfahren. Also nicht von unserer Firma, sondern anderes. Und die knabbern die Schornsteine weg da hinten, siehst du? Immer noch hier, ja? Alles gut. Jetzt Stude. So. Denke ich, fahre einfach wieder da runter. Wie bei der KMT auch runter geschmissen hatten. Ich bin neben dran runterfahren. Eigentlich ist ja egal. Hat doch vorne dran runter. Hier vor mir ist dieser Mozzoer Absatz und ich hätte können da oder da hochfahren, aber ich fahr wieder hier runter, alles gut. Also das sieht aus, als wäre es ein Hochregallager gewesen, ne? Oder?
Also, leer. Nach Hause, Sattel erstmal um, dann lade ich unsere größte Walze. Fahre die nach Kaiserslautern, Pfaffgelände, und nehme die Walze, die dort steht, nämlich mit nach Hause. So ist mal der Plan. Kamera läuft. Kamera läuft. Alles gut. Alles gut. Kannst du sagen, der riecht von der Baustelle. Das muss ich nicht mehr sagen, das wissen schon alle. So, ich bin in die Hof. Jetzt lade ich. Müsste hier die Walze, müsste das sein, die große Walze. Und das da ab. Abstreifer kaputt. Meine Schuld, habe ich vergessen zu sagen. Scheiße. Die lade ich jetzt auf alle Fälle. Nach Kaiserslautern an die Pfaff und die Walze, die dort steht, nehme ich mit nach Hause.
weiß gar nicht, ob die Einfahrt, ob die immer noch dahin ist. Am Krankenhaus quasi vorbei. Oder ob ich jetzt hier vorne rein muss, aber hier vorne rein komme ich nicht, ne? Oder? Ne, sieht dann so aus. Gut, dann muss die dahin sein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier durchfahren könnte. Von der Höhe her müsste man reichen. LKW Special, gut, also kann es hier nicht reingehen. Du passt doch niemals drin. Ich steht schon an hin. Alles gut, immer weiter. So, mal gucken. Kann dann eigentlich nur noch diese Einfahrt sein, ansonsten gibt es meines Wissens keine. Schon gefühlt 100 Jahre nicht mehr. Du bleib stehen. Gut. Wir haben jetzt hier endlich Parkverbotsschilder stehen. Tatsache. Ich glaub's gar nicht. Nach all den Jahren stehen hier endlich Parkverbotsschilder. Hält sich nicht jeder dran, okay? Ist das nur vom 6.06.24 ab 7 Uhr? Okay. Nach all den Jahren gibt es gar nicht, oder? So, mal gucken, wo wir hier stehen, wo wir hier arbeiten. Da vorne sehe ich ein Kreuzschild. Ich habe echt keinen Plan, ob ich da vorne rein muss oder nicht. Oder. Danke. Ah, dahinter sehe ich einen Bagger. Ja, hier kommt alles vorbei. Ne? Hier bleibe ich stehen, hier hänge ich ab. Die Walze, die hier steht, nehme ich mit. Warum auch immer. Bleib hier stehen, ne? Da kann ich. Mal gucken. Mal gucken, wo ich jetzt hier drehe. Da vorne, wo der Kollege gerade rückwärts reinfährt, da liegt ein Feuerwehrschlauch. Da sind zwar diese Überfahrgummis, keine Ahnung, aber die sind nicht durchgehend. Da liegen nur, weiß nicht. Angst, dass ich über den Schlauch fahre. Schlauch kaputt mache. Gucken, dass ich hier gedreht kriege. Vielleicht kriege ich das nicht auf einmal hin. Vielleicht muss ich noch mal vorziehen. Zweimal drehen, keine Ahnung. Also zweimal drehen quasi. Rechtsrum weiß ich nicht, ob ich da reinkomme. Immer Versuch macht klug, ne? Ah, ich glaube hier rechts hoch wird nicht gehen. Fahr hier rückwärts rein. Vom Platz her würde ich fast sagen, das haut hin.
Bauchgefühl. Geht, aber ja, ja. So. Gleich sehen. Ich bin heute mit dem Vierachser Kipper unterwegs, zumindest heute Morgen. Auf dem Weg nach Landstuhl. Oh, Außenspiegel, das habe ich vermisst. Dass die hier drin steht, dass die hier drin sitzt und nicht siehst, ob von links irgendwas kommt. Das habe ich wirklich vermisst. ja, Wetter. Ich hätte mal den halben Morgen Kipper fahren. Dann ist ein Bechtheim 926 fertig. Der kann wahrscheinlich geholt werden. Dann ist in Völklingen eine Walze fertig. Das Bechtheim und das Völklingen sind fast schon mit dem Tag fast schon ausgelastet. Mal gucken, was wir noch haben. 926 kann auch runter nach, muss wieder runter nach Imsweiler. Also Tunnel nehme ich an. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Jetzt fahre ich, wie gesagt, erstmal ein bisschen Kipper. Gucken wir mal. Kipper fahren war mehr oder weniger erfolgreich. In der ersten Baustelle habe ich nichts bekommen. Da war nicht mehr genug Material da. An der zweiten Baustelle hätte ich meinen Ausweis, meinen Installation Pass quasi gebraucht. Den hatte ich nicht dabei, der liegt hier vorne drin im Fahrzeug, den habe ich eigentlich immer hier vorne drin liegen. Wie gesagt, habe ich jetzt halt nicht dabei gehabt. Ist der Kollege, ist mein Besen so blöd da hinten drauf. Wir hatten den schon wieder gehabt. Der Kollege ist reingefahren, hat sein Fahrzeug geladen und meins. Das habe ich dann in Zembach oben auf dem Lagerplatz leer gemacht und jetzt bin ich hier. Jetzt lade ich hier den neuen 920, den Mobilbagger, den man gerade kurz gesehen hat. Den lade ich jetzt. Fahre ich rüber nach Wolfstein in das Werk. Schon, vielleicht auch erst die nächste Woche.
jeden Fall bin ich jetzt hier gleich. Jetzt mal wieder vorlaufen, werde mich anmelden und dann sorry, ich bin gerade nicht bei der Sache, ich bin mit dem Kopf bei ganz anderen Sachen. Merkt man gar nicht, gell? Katastrophe. Dann laufe ich erst wieder vor, melde mich an. Dann werde ich gucken, dass ich die zweite Einfahrt reinfahren kann. Ich fahre da auch gleich hin. Das mache ich auch. Wobei, wenn hier vorne, ist ja vom Berg, ist ja der große Parkplatz, wenn da frei ist, dann da war die letzten Male nie frei. Ich sage es immer nur, wenn da frei ist, dann fahre ich dahin. Bleib da vorne dran stehen und lade den Bagger ab, fahre den per Achse rein. Ich denke, dass wir hier Bohrschlamm, Bohrgut, das große Bohrgerät, ich weiß nicht, ob die immer noch hier sind, ist auch schon, kann es nicht genau sagen, aber ich schätze mal, 4 Wochen werden es eher sein, als wir das letzte Mal hier waren. Ich gehe davon aus, dass wir das wegladen sollen werden müssen, keine Ahnung. Bohrgerät steht noch. Ja, natürlich ist alles zu. Ich weiß nicht, ob ich hier reinfahren will. Ich glaube nicht. Ich fahre einfach hin. Die Ampel ist aus, okay. Oder? Ja. Fahre einfach hin, stelle mich hier neben an die Seite. Oder macht es gleich hier an der Pforte. Das ist ja auch eine Pforte, wo ich mich anmelden kann. Moment, ich läute da mal durch.
Ich kann da reinfahren, sagt er. Seinem jugendlichen Leichtsinn. Komm, komm, put, put, put. Jawohl. So. Das ist doch dann doch nicht die erste. Die erste geht hier auf den Sportplatz oder was das ist. Weißt du, ob ich da reinfahren soll? Das ist immer so eine Sache. Das hier muss da rein. Nee, da fahre ich nicht rein. Danke. Alter. Mist. Sorry. Ich muss dahin, ja? Das kann nicht gehen. Alles Gässchen, da kann ich doch niemals mit dem. Zum Glück bin ich nicht gefahren. Sorry, muss jetzt wieder. Ich komm da nicht rein. Ich hoffe, dass keiner kommt. Wäre ich nur vom Ort. Der erste Gedanke ist immer der beste. Erster Gedanke ist immer der beste. Komm raus. Komm hier raus, ich fahr drauf. Danke. Der erste Gedanke ist immer der beste. So, stehe ich hier mitten drin im Ort. Vorne kann ich vielleicht mal kurz parken auf der Seite. Hier geht es dazu wie im. Na, hier ist eine laute Einfahrt, oder? Hier kann ich nicht parken. Ich weiß nicht, ob ich da hochfahren soll. Ich fahre dort wieder raus. Da sind wir bei der Ausgabe.
Sorry, ist alles ein bisschen chaotisch. Ich fahre den Bagger noch nach Hause, beziehungsweise habe ich ja schon gesagt, ich lasse den drauf bis Donnerstagmorgen und dann frage ich jetzt noch, ob der Jörgstraße geht. Gehe davon aus. Und dann ja, Schluss für diese Folge. Wie gesagt, ich lade nicht mehr ab, ich mache nichts mehr. Nur noch rein in die Halle und Rollen runter. Dann bin ich soweit weg. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Und bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Und seid lieb. Ciao.